So, liebe Freunde des großen Burger VC, heute war das Spitzenspiel in der Landesoberliga Sachsen-Anhalt. MTV Wittenberg als Erstplatzierter gegen den BVC 99 als Zweitplatzierter. Beide haben bisher alle Spiele in der Hinrunde begonnen. Das Hinspiel hat Wittenberg dann zu ihren Gunsten entschieden können, 3-1. Und jetzt das Rückspiel heute, 3-0 für den großen BVC. Der Gast, heute sitzt bei mir Robert Jacobi mit K und I und ist Libero, genauso wie ich. Und zu meiner Linken auf jeden Fall unser Stammplatz, Sören Lamprecht, Kapitän. Aber zuerst hat der Gast das Wort. Sag mal zwei, drei Impressionen. Wie hast du das Spiel gesehen heute? Ja, ich sag mal so, uns fehlte in vielen oder weiten Strecken des Spiels einfach der Biss. Da hattet ihr mehr Biss und da waren wir teilweise zu nachlässig. Unsere Annahme war heute nicht so gut, was die eigentlich sonst relativ stabil ist. Ja, das waren eigentlich die zwei großen Defizite, der Biss und der K1. Sören, was denkst du zum Spiel? Ja, wie hat der Hannibal immer schon beim A-Team gesagt, ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Wir hatten heute einen Matchplan, den haben wir 1-1 umgesetzt, der ist 1-1 aufgegangen. Super Coaching von außen. Kompliment einfach an alle Spieler von uns, dass wirklich das, was angesagt wurde, auch konsequent umgesetzt ist oder umgesetzt wurde. Ein paar Kleinigkeiten sind immer zu meckern, wo es ein bisschen fahrlässig wurde, aber im Großen und Ganzen haben wir das super gelöst heute. Die Fans haben uns super unterstützt und niemand hätte, glaube ich, heute hier mit einem 3-0 gerechnet, vor allem nicht mit so einem relativ deutlichen 3-0, weil die Sätze 1 und 3, die waren sehr deutlich und im zweiten Satz machen wir es ja eigentlich bloß hinten raus ein bisschen enger, weil wir dann zum Schluss wieder ein bisschen fahrig im K1 wären, aber das war von vorne bis hinten eigentlich optimal gespielt und ich möchte noch sagen, das stärkste Spiel in den letzten 3 Jahren von uns. Ja, vor allem mit dieser Konstanz. Das macht mich stolz. Heute können wir glücklich sein. Jetzt war das ja tatsächlich sehr, sehr deutlich 3-0. Ihr habt in dieser Saison noch keine Niederlage einstecken müssen. Gab es jetzt irgendwie in der Kabine eine Auswertung? Ändert das irgendetwas an euren Zielen oder an eurem Fokus, den ihr habt? Also das Ziel bleibt und ist immer noch der Aufstieg und an unserem Fokus nicht. Wir werden das am Dienstag beim Training nochmal besprechen, was, wo, wie die großen Schwächen waren und dann werden wir da im Training nachsteuern, dass wir das in den nächsten Spielen einfach wieder besser machen und wieder zu unserer alten Konstanz zurückfinden, wo wir auch eigentlich hingehören. So, dann öffne ich die Runde. Wer hat eine Frage? Ja, in der letzten Zeit hat sich das angekündigt, das ist dann so ein bisschen betretenes Schweigen, traut sich keiner nach vorn. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann halten wir es auch kurz. Vielleicht noch, hast du noch was anzumerken? Ja. Ja, warte, dann musst du es ins Mikrofon sprechen. Ja. Eine große Ankündigung noch, und zwar nächste Woche am Samstag, den 14. Dezember, kommt es zu einer Premiere hier in der Sporthölle Burg Süd, schon am Samstag um 10 Uhr. Und zwar ist es das erste Mal, dass in einem Pflichtspiel zwei Burger Mannschaften aus dem gleichen Verein aufeinandertreffen. Wir haben nämlich nächste Woche die Pokalrunde gegen die kleine Vertretung von der zweiten von uns, die Gastgeber sind. Wir sind sozusagen zu Gast in der eigenen Halle und das kam gerade von dem Spieler der zweiten von hinten, dass wir aufbauen dürfen. Da sage ich mal gleich, kannst du knicken. Wir freuen uns auf jeden Fall und hoffen natürlich auf zahlreiches Erscheinen. Das ist eine Premiere auf Landesebene, ein Pflichtspiel, zweimal der große Burger VC. Gespielt wird hier in der Sporthölle Burg Süd, Anpfiff, 10 Uhr. Gut, so, dann halten wir es kurz. Vielleicht noch letzte Anmerkung, wir haben noch 3 offizielle Heimspiele, wenn man jetzt den Pokal mal ausklammert, noch 3 Heimspiele aus der Oberliga hier in der Sporthölle. Danach wird saniert und wir informieren euch aber, wo es dann weitergeht. Es wird auf jeden Fall weitergehen, aber man kann jetzt am Kalender runterreißen. 3-mal ist es noch und es mündet in dem absoluten Kracherspiel gegen Fortuna Ballenstedt am 8.2., am 8. Februar, 18 Uhr, wird es hier nochmal einen richtigen Abriss geben. So, liebe Grüße, macht's gut!